Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier noch mit dem Kalle auf dem Rückweg vom Herrn Pech bzw. vom Landhandel. Wir haben dort eine kleine Reifenreparatur durchgezogen. Kalle, wollen wir mal gucken, ob Glasfaser verlegt. Was ist das denn da? Kalle? Kalle, was passiert hier? Was machen die da? Kalle, was passiert hier? Sieht er uns? Der guckt da in die falsche Richtung. Ja, der guckt nach hinten vor, ich fahr rechts raus oder so aufs Feld. Hey! Fahr runter von der Straße! Der. Was machen die denn da? Hey, Victor! Ey, was macht ihr denn? Asphalt auffräsen! Asphalt auffräsen? Ja! Warum? Ja, das ist unsere neue Kombimaschine. Da kann ich den Asphalt auffräsen, der buddelt das Loch, legt das Glasfaserkombi rein und macht hinten wieder ein neues Tier drauf. Ach, der verlegt das direkt rein in die Erde und macht wieder zu? Ja, genau. Ist denn in der Mitte ist so ein kleiner Ding. Ist beim Herrn Klein wieder frei? Beim Kleinen ist frei. Okay, alles klar. Gut. Ich fahr mal auf Seite. Ja, aus dem Rumpfband bitte. Ja, ich bin auf Seite. Passt. Servus. Servus. Oh, das hier, das heißt hier ein bisschen Füße hoch, bitte. Ja, die aufpassen wegen der Hitze, gell? Okay, was für eine Hitze? Ja, ja, ich hab's nicht. Hast du das gesehen, Kalle? Was macht ihr denn da, der Verrückte? Wer war denn das? Den Zaun muss er bezahlen. Wer war das denn? Der hat nichts gemacht. Was ist das für ein Verrückter? Wer ist das denn? Das ist doch die Maschine vom Schmidt. Die kenne ich. Wer war denn das jetzt? Keine Ahnung, ich kenne das Gesicht nicht. Eieieiei. Also hier ist was geboten, ey. Fräsen, ja. Glasfaser in Rehbach, ey. Ich komme aus Waldstätten. Ich sag dir, da hat keiner drüber nachgedacht, über irgendeine Glasfaser. Ja, da sind wir vorhin stehen geblieben. Was macht denn jetzt diese Glasfaser? Ach so, die macht das Internet schnell. Was da für kannst Internet? Ja, wenn du da an deinem Computer da aufmachst, ne? Was? Ach so, ja, ja, die Internetseite, oder wenn du dir ein Video anguckst oder so, oder wieder mal eine Betriebsanleitung runterlädst, dann klickst du drauf, in dem Moment, zack, bumm, ist es da. Ja. Gut, ja. Oder? Das ist cool. Finde ich auch. Wo bist du denn hin? Ja, sag mal, hier, hast du Bock, was auszuliefern? Kalle? Ach, da. Ja, gebe ich dir ein Trinkgeld. Ja, pass auf. Kalle, vielleicht können wir ja erstmal das mit dem Drescher machen. Ja. Weil bis jetzt habe ich bei dir nämlich noch nicht, also ja, nichts gegen deine Krapfen, ne, und so weiter. Du hast mich immer gut versorgt. Du bist echt ein total liebenswerter älterer Herr, der immer nett und freundlich ist. Aber du vergisst eine Sache. Guck dir die Straße an, das ist ja herrlich. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob du die mit Absicht vielleicht vergisst. So, warte. Das ist die Leute für ihre Arbeit zu bezahlen. Warte hier vorne. Da war mein Tresor. Da. Du sollst auch vorne warten. Achso, Entschuldigung. Meine Kombination. So ein Krapfen hat einfach was. So. Also hier. Scheine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh, Dankeschön. Ja, danke für deine Hilfe. Ja, nicht dafür, Kalle. Also, weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Und was hast du jetzt auszuliefern? Jetzt kriegst du noch das hier für heute Morgen. Für den haben wir nämlich richtig über den Limit gezogen. Ja, sehr gut, 500 Kalle. 500 Euro. Sehr gut, Kalle. Weißt du, was der Spray kostet? Nee. 40 Euro. 40? Ja, und du hast 500 abgeknöpft? Und ja, dann sind wir doch mit meinem Moped hingefahren, dann gibst du mir nur 100 ab. Du bist ja auch ein kleiner Verbrecher. Nee, alles gut, ich will, danke. Die Luft, die er da verbraucht hat. Danke, danke. Ja, Kalle, was hast du auszuliefern? Zeig mal. Ja, das Auto, wo ich dich heute Morgen mit abholen wollte. Ach so, wo soll steht das hin? Hier rum. Okay. Ja, hier auch zu dem Lümmel da oben. Das soll auch dazu. Pass auf, ich kann dir das bringen, aber ich muss auf jeden Fall erstmal fix zu dem Dings, zu dem Kreuz hier, zu dem Andreas. Na? Pass auf, der kriegt da 3.500 muss er zahlen. Für das Auto? Ja. Und okay? Am besten Cash. Cash. Ich trau dem nicht. Mach ich, kein Problem. Also es steht ja doch hinten an meiner Butze und dann fahr ich das ja, dann hoch. Ja, genau.
Ja, das ist gut. Kalle, dann arbeite du mal ganz in Ruhe deinen Berg mit Arbeit ab und ich kümmere mich um die Sachen, okay? Oh, das ist lieb. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich helfe da gern. So, jetzt gehe ich erstmal Carlo füttern. Ja, genau. Gib Carlo was und dann, ja. machst du mal dein Zeug. Und ich guck mal, ob ich den Schwader hier finde. Ja, gut. Vielen Dank. Alles klar, kein Problem, Kalle. Ja, bis tschüss. Dann. Tschüss. So, wo ist denn jetzt der Siggi hier? Voilà. Frau Müller, gute. Siggi, grüß dich. Ja. Ich wollte jetzt gerade den Schwad abholen. Ja, mach doch. Alles klar, ich der, kann der Temp vom Bührer, kannst du gerne fahren mal. Der braucht mal einen Ausritt. Ich fahr da nicht mit dem Bührer. Na sicher, der braucht mal ein bisschen, der muss mal ein bisschen gefordert werden. Du hast den so einen schönen Fett hier hinten. Ja, na, dann schnappst du den Fan, das ist mir egal, aber der Bührer braucht mal ein bisschen Beschäftigung, sonst langweilt er sich. Och, Mann. Ja, du kannst ja auch den Fan fahren, wie du magst. Ist in Ordnung, ich fahre den Bührer. Gut. Wow, warte kurz, mir zieht's meine Backen hinter die Ohren. Ja, ist doch ein schönes Teil, oder nicht? So ein Oldtimer zu fahren, muss doch eine Ehre sein eigentlich. Ja, ist es, Alter, was ist denn, ja, ist eine Ehre auf jeden Fall, definitiv. Passt oder was? Ja, ich komme mit dem Bührer. Bist du schon dort? Nee, ich fahre gerade noch fix Gärreste, weil du hast ja so viel Zeit gelassen. Ich habe mir gar nicht viel Zeit gelassen. Wir haben da unten den Pech, haben wir den Reifen geflickt. Da hat irgendeiner Dingsstifte reingesteckt. Einhornstifte. Einhornstifte? In die Ventile und da war der kaputt und den Reifen haben sie ein bisschen zerstochen. Ja, das klingt mir ja sehr, 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 sehr wild. Kurios. Ja, auf jeden Fall, sag ich dir. Okay. Du, ja, sag mal, Siggi. Ich fahre hier fix das eine Feld Gärreste und dann würde ich dazu stoßen. Ja, ich mache jetzt hier, fange jetzt an bei dem Kreuz. Na klar. Gut, alles klar, Siggi, können wir uns ja nachher unterhalten. Jo. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Ja, Kreuz am Telefon. Hallo, Herr Kreuz. Ich wollte gerade Ihr Feld auf Schwad legen. Ja. Aber ja, da sind sie richtig. Liegen die da? Hier liegen doch schon Schwaden. Also, oder bin ich jetzt besoffen? Nee. Oh. Wer hat denn das gemacht? Ja, Herr Kreuz, das ist Ihr Feld, das weiß ich nicht. Also. Das sehen Sie genau, das ist von dem Frontmähwerk. Aber wenn Sie hier zum Beispiel daneben. Ach, ja, ich sehe es, alles klar. Jetzt war ich gerade auch leicht. Das sah so aus, ne? Maximalst verwirrt. Aber es sah schon so aus, ne? Ja. Pass es auf, der Siggi kommt auch gleich mit dem Ladewagen und dann laden wir das gleich mit auf. Alles klar, perfekt. Ich weiß ja nicht, ob Sie noch einen anderen Ladewagen haben oder organisieren können. Ist es nur das eine Feld hier? Das ist nur das eine Feld hier. Okay, alles klar, dann würde ich jetzt einfach mal auf Schwad legen, ja? Genau. Alles klar, Herr Kreuz, ich danke Ihnen. Jo, ich habe zu danken. Bis gleich. Bis gleich. So, ja, perfekt, dann passt das. Gut, dann legen wir hier einmal das Ganze schön auf Schwad für den Herrn Kreuz. Das ist ja eigentlich für der Sepphof, ne? Der, welcher ist denn das? Der, nicht der Ahnenhof, sondern der Eichenhof ist das, glaube ich. Genau, der Eichenhof. Nicht der Ahnenhof, sondern der Eichenhof. Ach du Scheiße, das sind aber ein paar Meter hier. Leco mio, muchacho. So, ach, traumhaft. Ich werde aber trotzdem nochmal den Lohnunternehmer anrufen. Nicht, dass der sich jetzt hier noch um Schwader kümmert oder irgendwas. Lohnunternehmen, Rehbach. Stefan Schmidt am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, Herr Schmidt. Stefan, grüß dich. Hier ist der aus Wien. Hi. Ich wollte nur sagen, ich habe einen Schwader organisiert. Das ist super. Ich habe Schwader organisiert und bin jetzt gerade am Schwadern hier unten. Das ist mega. Das ist echt lieb von dir, dass du den besorgt hast. Ja, und der Siggi hilft dann mit dem Ladewagen mit. Das ist mega. Oh. Okay, hast du das schon mal von der Backe? Ja, ich habe so viel zu tun, mein Auftragsbuch. Allein heute hat sich von einer Seite auf 5 verdoppelt. Was ist mit dem Röhrig? Warum? Macht der mit? Ja. Ja. Hilft der dir? Ja. Ja, der ist auf dem Feld von Guido unterwegs. Ach so, na pass auf, was. Sag doch mal, was du noch hast. Vielleicht kann ich da nachher auch noch ein bisschen mithelfen.
Mach erstmal das und wenn du dann soweit bist, meldest du dich. Dann kann ich das genau sagen. Ja, können wir machen, das ist kein Problem. Ja. Diese blöde Baustelle, die blöde Baustelle hier ist weg. Ja, die Baustelle ist wieder weg, aber du musst aufpassen, die fahren mit einem riesengroßen gelben Monster durch die Stadt, was irgendwie die Straße aufreißt und das Glasfaser reinlegt und dahinter gleich wieder zumacht. Wir sind da vorhin fast reingebrettert. Okay. Völlig irre. Sieht das aus wie eine Maus zum Rüben überladen. Okay. So. So. Na gut. Alles klar, so. Stefan. Gibt's sonst du was Neues, dich, ne? Ich melde mich, ja. Aber ich sag, gibt's sonst was Neues? Ich mähe jetzt quasi das erste Mal mit meinem neuen Drescher das im Feld. Ah, den New Holland im Einsatz? Ja. Ja, wollte ich auch nochmal Danke sagen, du Mensch. Ey, das ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, dir gefällt der. Ja, ich habe ja eigentlich Danke zu sagen, dass du mir den empfohlen hast. Ja, aber ich muss ja dazu sagen, ich habe den dort unten stehen sehen, weil ich will ehrlich sein, pass auf. Ich habe den da stehen sehen, ne? Ja. Und wir sind auf dem Pferd. Wir sind auf dem Pferd. Moin! Moin! Warte kurz, Stefan, ich rufe dir gleich nochmal zurück, ja? Ja, mach das. Scheiße, wer bist du denn? Hallo? Hallo? Ah, jetzt ja. Wer bist du denn? Ich, der Hermann, Karthaus. Herr Kassastar, Karthaus. Karthaus, grüß genau. Dich. Mensch, was ist das für ein Gaul hier? Ja, das ist ein schönes Pferdchen, ne? Ja, sieht gut aus. Ein bisschen dreckig geworden dir, der Gaul. Ja, gut, klar. Hier auf den Feldern ist das ruckzuck passiert, ne? Na, mein Freund, ja, freilich. Willst du ein Möhrchen? Ja, willst du ein Möhrchen? Ja, freilich. Ja. Ich habe aber kein Möhrchen. Ja, das ist aber schlecht jetzt. Jetzt guck ich dir nicht so an. Ey, der hat geschnappt. Der hat sich beschwert, weil du kein Möhrchen hast. Der hat geschnappt? Ja, warte mal, vielleicht habe ich doch ein Möhrchen. Ich guck mal hier, warte mal. Irgendwo hier. Ich hab da hier meine Brotbüchse mit. Schön Trecker fährst du hier, muss ja, ich sagen. Ja, ist ein Sigi seiner. Guck mal, ist kein Möhrchen, aber ist ein Kohlrab. Ja. Nee, ein Apfel. Ich hab einen Apfel. Apfel esst du Apfel da auch gerne. Ja, Apfel fein. Oh, ja, fein. Oh, der hat aber große Mund, du. Ja, hat der fein. Ja. Der schluckt den Apfel mit einem Mal. Sag ich dir. So, und ansonsten, Mensch, wie läuft's bei dir unten auf dem Hof? Ja, ganz gut. Bolleck ist jetzt wieder da, der macht da schön Feldarbeit. Ach, sehr gut. Ach, seht drüben gleich, ne? Ja, das ist hinter der Hektar, ne? Seht ihr gerade an? Wir sind gerade am Ansehen, ja. Ja, den habe ich hier gesehen, glaube ich, vorhin, wo ich umgedreht habe. Was machen wir denn jetzt drauf? Hier hat ein Rettichzeug, lo. Ja. Nee, sehr schön. Ich bin hier gerade ein bisschen am Schwaden für den Herrn Kreuz, weil der ist alleine. Und, ah, okay. Ja, der Sigi fährt das dann gleich noch mit dem Ladewagen ein und dann, ja, ist schon wieder beim Lohnunternehmen, brennen die Auftragsbücher. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, ich weiß. Stefan war eben schon bei uns gewesen, der hat gesagt, wir haben noch ein Feld da, das okay. Macht dann der Bolleck für euch. Ach, okay, krass. Der hilft euch dann mit Ansehen schon mal. Ja, das ist doch schön, wenn das so klappt. Ah ja, sicher. Im Dorf muss man sicher helfen, ne? Das sag ich dir. So sieht aus, sonst funktioniert der ganze Kram auch nicht. Sag mal, aber ich habe eine Frage, ich bin ja relativ neu, gell? Deswegen, ich kenne ja noch nicht so, also ich habe schon echt viele kennengelernt, aber ich weiß ja noch nicht so gut über alle Bescheid. Sag mal, gibt's irgendjemand, vor dem man sich so ein bisschen in Acht nehmen muss, also wo man ein bisschen aufpassen muss oder so, oder sind die alle richtig freundlich? Also hast du schon mal mit jemandem Probleme oder so? Das ist immer tagesformabhängig, sag ich mal so. Also um Gottes Willen, ich will hier keine Unruhe stiften, dass ich nicht falsch verstehe, aber ich will halt gucken, bei wem ich aufpassen muss, weißt du? Ja, nee, im Großen und Ganzen ist eigentlich alles so relativ entspannt, sag okay. Ich mal. Ja, das ist super. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die alle mit der Bürgermeisterin immer haben. Ist jetzt ein neues Mädchen, ja, aber ich finde, die macht die Arbeit eigentlich ganz gut. Die ist doch gar nicht so lange im Amt. Naja, das ist doch relativ frisch. Das erklärt natürlich einiges. Das erklärt natürlich einiges. Ja. Cool. Aber da ist ja jetzt noch eine, ne? Hast du die schon kennengelernt? Stimmt. Doch, die habe ich kennengelernt. Ja, stimmt. Ja, genau. Weil letztens war die mit der unterwegs. Oh, da musst du aufpassen. Das ist so eine Psychologin oder irgend sowas. Auch Doktor irgendwas, ne? Ja, aber die sagt, die verrät nicht, für was sie Doktor ist. Und ich soll dir was sagen? Ja. Ich saß mit der hinten im Auto drin. Alter Verwalter, die hat mir... Die hat mir so richtig Psychospielchen hat die gemacht mit mir, so Fragen gestellt, weißt du? Wo du dich so ganz schnell verwickelst drin. Ja, genau, wo man sich direkt verstrickt. Ja, nicht, aber so, das hat sich das Gefühl, muss aufpassen. Ach du Kacke. Ja, pass auf, Hermann. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Die kommt auf jeden Fall demnächst mal zum Kaffee vorbei, dann gucken wir uns die Sachen mal an. Ja, mach das mal. Ja gut, alles klar, ich muss mal hier ein bisschen den Kreisel weiterdrehen lassen, ne? Ja. Sonst fragt der Herr Kreuz mich, was hier so lange gedauert hat.
Alles klar. Ich muss mein Pferd noch ein bisschen trainieren hier. Na, dann trainier mal den Gaul. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Ach ja, immer wieder schön, wenn ich mal ein paar Leute hier aus dem Dorf zu treffen. Herrlich. So. Gut, ich würde sagen, wir machen schön zwei Bahnen außenrum und dann fahren wir hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dass der es mit dem Sammelwagen dann auch entspannt hat. Ulala. Oh, ich hatte ein Stück liegen lassen vorne, ne? Naja. So. Ja, ich will aber auch nicht zu viele Kanten hier reinfahren, sonst denken die wieder, der Schwaderfahrer war besoffen. So. Gut, dann hier noch einmal rum. Oh, können wir das ja auch noch mitnehmen? Das soll doch passen, oder? Ja. Das sieht ganz gut aus. Also, ich habe eigentlich gehofft, dass der Lohnunternehmer so ein Vierkreisel hat. Da hätte ich ja richtig Bock drauf gehabt. Ich schwade ja total gerne. Aber, ich habe halt Ewigkeiten. Die haben immer alle nur so kleine Schwade. Ich würde gerne mal so einen großen nehmen. Das wäre halt echt mal eine feine Sache. So. Oh, da brennt da unten schon wieder lang. Die heizen die aber alle auch. Die haben alle Stress. Die haben alle Stress, der Wahnsinn. Also so Dorfstimmung, so entspannte Dorfstimmung gibt's hier nicht. Hallo? Ja, der Siggi hier, gute. Siggi, grüß so, dich. Wo müssen wir denn hin, auf welche Fläche? Ich bin jetzt fertig, ich komme jetzt. Das ist rechts neben Feld 1, die Grasfläche. Rechts neben Feld 1, rechts neben Feld. Ach, da, oh, das ist ja ein ordentlicher Schlag da. Ja, ja, ich bin aber hier alles schon klar. Zwei Runden rum. Hund fährt sich gut oder was? Schnurrt er oder muss da der Karre nochmal ran oder du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für sein Alter und mit dem Zweikreisel hinten, ich meine gut, er braucht nicht so viel Leistung, aber richtig gut, Siggi, richtig gut. So muss es sein, der braucht das mal ein bisschen drangenommen zu werden. Ja, der macht sein Zeug, also da kannst du gar nichts sagen. Wunderbar, der kann ja nicht da in der Werkstatt, in der Garage, dann rostet der mir nur ein, dann macht er nur noch mehr Arbeit. Turbolader schnurrt wie ein Kätzchen, Siggi. So muss es sein. Gut, dann fange ich hier aber mal direkt mit an, wa? Ja, kannst du direkt hinter mir her. Du kannst den Herrn Kreuz nochmal fragen. Ja. Der wollte einen Teil irgendwie irgendwas für die Tiere und einen anderen Teil wollte der irgendwie eingelagert haben. Ich weiß gar nicht mehr so okay. Richtig. Ja, dann ich mach jetzt einmal voll und dann werde ich mal fragen, wo er das denn hinhaben will hier. Aber ist ja ordentlich was zusammengekommen hier auf dem Feld. Das ist ein bisschen beschäftigt jetzt hier den Vormittag. Ja, aber viel Ertrag nicht. Nee, das stimmt. Großes Feld, aber nicht viel Ertrag. Ja, hat er selbst schlecht gedüngt, würde ich mal sagen. Ja, hat er nicht auf mich gehört. Ja, oder war zu warm, kein Regen, was auch immer. Irgendwas war es. Ja, das stimmt. Der August war relativ trocken jetzt gewesen. Das stimmt, ja. Na deswegen, gut. Naja, mal gucken. Ja, sonst, wie ist gut angekommen jetzt hier in der Stadt, oder wie? Ja, also ich muss sagen, so langsam wird's. Ich, doch. Hab schon so ein paar wilde Sachen erlebt hier in der kurzen Zeit, in der ich da bin. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Schön, ja. Ja. Kann man nichts sagen. Ich weiß und ja nicht. Kalle? Was sagst du? Mit Kalle schon irgendwie. Ach du, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, Kalle und ich, wir werden langsam warm miteinander. Schön. Das freut mich. Ja, der ist da manchmal ein bisschen. Aller Anfang ist schwer, heißt es immer so schön. Ja, das hat man auch gemerkt. Also am Anfang war er ein bisschen skeptisch, ein bisschen misstrauisch. Aber du, ich habe jetzt zwei, drei Arbeiten gut für ihn erledigt, glaube ich. Er hat mir seine Unterkunft da, die er da noch hatte, zur Verfügung gestellt. Ja. Und seitdem, ich glaube, hat mich auch direkt mitgenommen zu dem Herrn Pech hier. Wegen dem Reifen hat er mich gefragt. Ja. Jetzt hat er mich noch gefragt, ob ich noch ein Fahrzeug ausliefern würde. Also, das klingt ja nicht verkehrt jetzt mittlerweile dann, ne? Nö, da muss ich sagen, ich glaube, der Kalle, der hat gut Vertrauen gefasst. Schön. Ja. So, und wie war das da in Waldstätten, wo du da herkommst? Wie? Ja. Wieso musstest du da weg? Ach du Siggi, das ist eine lange Geschichte, ey. Das ist eine lange Geschichte. Ja, aber so Waldstätten, ach, schwieriges Pflaster. Okay. Viele Verrückte, ja. Da war ganz schön Party gewesen immer, sag ich dir. Also nicht in Form von Party mit, wir feiern eine Party. Ja. Sondern Form so partymäßig so, so, weißt du? Ach, da gab's so einen Biobauern. Und der war auch noch so Hobbypolizist, weißt du, so in Ausbildung. Der hat sich immer aufgeblustert, aufgespielt. Total schräger Typ, keine Ahnung. Ja. Also total anstrengend. Ja. Ja, und das, ja, weiß ich nicht. Verstehe ich. Ja, und was hast du vorher gemacht? Na du, ich hatte da einen kleinen Hof. Ja. Gell, in Waldstätten gehabt, den habe ich da ein bisschen bewirtschaftet und alles. Wir hatten auch ein paar Rinder und so weiter. Und also mein Kollege, der hat den dann übernommen, der macht das auch noch weiter. Schön, und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen oder mir das nicht glauben, aber ich habe da tatsächlich eine Genossenschaft gehabt.
Eine Genossenschaft? Das heißt, ja. Du warst da Multimillionär oder was? Naja, Multischuldenmillionär. Multischuldenmillionär? Ja, Multischulden hatte ich ja. Hast du das Ding in den Sand gesetzt oder wie? Nee, nicht in den Sand gesetzt, aber es war halt gerade im Aufbau und wir waren halt drei Gesellschafter insgesamt. Ja. Und naja, und haben halt da eine Produktion nach der anderen aus dem Boden gestampft und haben eigentlich von der halben Stadt die Güter bezogen, um sie eben zu veredeln. Also es war eine Veredelungsgenossenschaft. Und eben dann zu exportieren, beziehungsweise erstmal regional zu verkaufen und den Rest zu exportieren. Ja. Ja, lief richtig gut, ey. Und dann musstest du aber da Hals über Kopf weg wegen der Schulden, oder wie? Nee, nicht wegen Schulden. Okay. Ach, Siggi, bleibt auch so ein bisschen unter uns. Ist ja auch so privater Stuff, weißt du? Wenn im Funk keiner mithört, dann bleibt das unter uns hier, ja. Ja, nee, ich habe mich halt so ein bisschen mit den falschen Leuten eingelassen. Oh. Okay. Ja. Ich habe mich ein bisschen mit den falschen Leuten eingelassen und die haben mich dann übers Ohr gehauen, weißt du, wie es immer so ist. Ja. Ja, und das Problem, wenn du einmal bei jemandem in der Schuld stehst. Ja, dann musst du erstmal rauskommen dann, ne? Ja, ist halt eine schwierige Nummer, und deswegen muss ich das halt noch ein bisschen abarbeiten. Aber ich habe mir halt gedacht, ich brauche mal ein bisschen Freizeit für meinen Kopf auch und ein bisschen Ruhe, weißt du. Und habe mir so gedacht, Geld verdienen und deine Schulden bezahlen kannst du auch woanders. Und ja, deswegen bin ich halt erstmal hier gelandet. Boah, klingt doch auch nicht verkehrt, ne? Ja, du, mir gefällt es ja auch total gut. Also, ich muss echt sagen, bin echt angetan. Aber fehlt dir noch irgendwie der letzte... Nö. Kniff. Oder was meinst du? Meinst du jetzt, Rehbach ist jetzt der Ort, wo du für immer bleiben willst? Ach du, so weißt du, Ziggy, für immer? Für immer klingt so endgültig. Ja. Weißt du, ich weiß nicht. Also, ich bin nicht so der Endgültig-Typ. Okay. Ja, ich guck mal, wie lange mir es jetzt hier gefällt. Du, vielleicht lerne ich eine kennen, weißt du wie? Die macht ja auch kleine Babinos mit mir. Und so weiter. Babinos? Dann die Bürgermeisterin zack. Oder was? Nee. Nee, aber dann. Nee, die hat mir zu viel Haare auf der Zunge. Die Haare auf der Zunge? Ja, die ist mir zu haarig auf der Zunge. Okay. Ja, und. Ah, weiß ich nicht. Und dann, weißt du wie, lernst du eine kennen, dann machst du da, zack, auf einmal, Babino. Dann hast du ein Haus, dann hast du ein paar Verantwortungen, und dann weißt du, wie es ist. Rückzug bist du alt. Ja, das geht dann schneller als einem recht ist. Das war richtig, ja. Sag mal, auf welchem Feldsam bist du nur ein? Na, ich krieg hier irgendwie, der will irgendwie nicht der lässt hier nicht das raus, wie ich das will. Wie nicht das raus? Das ist irgendwie schlecht hier. Der lässt mich hier irgendwie nicht abladen. Da hast du mal den Andreas? Warte mal, lass uns doch mal mit den Andreas anquatschen hier. Wo ist denn der? Ja. Bist du das hier, ne? Ja. Du, sag mal, Andi! Jo. Ist da dein Rohr verstopft oder was ist da los? Ich krieg das hier nicht rein. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, was da los ist. Ist ja ein Stress. Eigentlich müsste es gehen. Aber geht nicht? Macht er nicht. Der macht nichts. Da rein soll das? Ja, ich denk schon, oder? Das soll da rein, bei mir auf dem Hof. Schwierig. Soll ich mal probieren? Mach mal. Aber ich glaube, wenn es nicht geht, geht's nicht. Ja, gut, steht da, ne? Und kommt da bei dir was raus, oder wie? Nee, will er nicht. Geht er nicht ab, oder? Nee. Nee, macht er nicht. Keine Ahnung, warum. Hast du erstmal woanders, wo das noch rein soll? Na, ein Silo hätte ich jetzt nicht. Das, wenn dann hier daneben, hier unter das Dach, so eine Ladung. Scheiße, das wird doch nichts. Oder zumindest davor. Ich habe einen Frontlader, mit dem kann ich das dann richtig reinschieben. Ja, aber das ist ja ewig am Rödeln denn da. Das bringt doch nichts, wenn wir da jetzt irgendwie... Ja, müssen wir mal gucken. Ja, im Prinzip bloß im Prinzip eine Ladung, die ich dann für die Tiere nehme. Oder die man dann für die Tiere nehme zum Füttern. Und der Rest müsste dann hier ins Silo. Dann lassen wir erstmal kurz hier stehen. Sag mal, bist du jetzt fertig mit Schwaden oder was? Ja, bin durch. Okay, dann fahr zurück und dann ja, ich fahr zurück. Gucken mal, dass wir das hier gleich hinkriegen. Alles klar. Guti, dann mache ich erstmal zurück auf den Hof, ja? Jo, Gute. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, keine Ahnung, warum das hier nicht funktioniert. Kurios. Macht aber erstmal nichts, kriegt man auf jeden Fall in den Griff. Bis dahin, euch einen schönen Tag noch. Lasst das Däumchen da. Ciao.